Ich möchte was über einen Luxmucks erzählen. Und zwar, was ist das überhaupt? Oder was macht man damit? Wir machen bei uns im Space, im Chaotikum in Lübeck, häufig Dinge mit LED-Streifen. Sehr gerne auch mit adressierbaren LED-Streifen, weil die sehr einfach sind an sich. Aber da kommen immer so ein paar Probleme mit. Vor allem, wenn man die an so einen Mikrocontroller anschließen möchte. Wie zum Beispiel fragen, wie mache ich das überhaupt mit dem Strom? Sind die Signale stark genug? Und wie bekommt der ESP eigentlich seinen Strom? Da hat man dann immer so mit zwei Netzteilen oder sowas vielleicht. Und dafür habe ich eine Platine gebaut, und zwar den Luxmux. Der besteht aus einem ESP32 als Hauptkomponente, als Mikrocontroller. Hat ein paar Sachen drauf, wie zum Beispiel ein Logic-Shifter und ja, kann man da lesen. Und ist auch mit USB flashbar. Hat die Features, dass man da flexibel den Strom reinbekommt. Entweder über Schraubklemmen, USB-C oder so einen ganz normalen Hohlstecker. Man kann Strom verteilen an bis zu drei Streifen und diese auch dann ansteuern einzeln. Und man hat eine flexible Eingangsspannung von 5 bis 16 Volt, sodass man auch, wenn man 12 Volt Streifen benutzt, kein extra Netzteil braucht für den ESP, weil der sich das selber daraus baut. Und man kann bis zu 10 Ampere über diese Platine rüberleiten. Ja, daraus folgt, dass man nur ein Netzteil braucht. Man kann auch ganz entspannt, wenn man 12 Volt Streifen benutzt oder auch 5 Volt Streifen, den ESP weiterhin flashen über USB. Da besteht also kein Risiko, dass man seinen Rechner brutzelt. Die Logiksignale werden angehoben, was bei längeren Strecken oder langen Strecken bis zum ersten LED-Streifen manchmal sonst zu Flackern führen kann. Und man hat noch einen kleinen GPIO-Header hier an der Seite, wenn man da selber noch ein bisschen was ranlöten möchte. Hier sieht man noch mal ein paar Bilder von der Anwendung, wo jetzt gerade drei LED-Streifen durch das USB-C bestromt werden. Und genau, dann so ein paar Infos. Ich habe jetzt erstmal so ein paar bestellt, um zu gucken, wie das so ist. Und da noch einmal ja, 20 Stück mitgebracht, sodass, falls man das mal selber ausprobieren möchte, das jetzt auch kann. Und falls man mehr Infos haben möchte, kann man das entweder unter dieser Adresse nachschauen. Da gibt es auch bestimmt morgen README. Und sonst bin ich im Moin Camp zu finden. Cool.